Aufgrund der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft wurde eine der beiden Kölner Babyklappen kurzerhand zu einer Seniorenklappe umgebaut. Dort können seit 2 Wochen alte Menschen, die ihrer Familie zur Last fallen, abgegeben werden. Und das selbstverständlich anonym. Wohin mit Opa? Diese Frage stellen sich mittlerweile Millionen Deutsche, die mit immer älter werdenden Angehörigen vollkommen überlastet und am Ende ihrer Kräfte sind. Wie dieses Ehepaar, das anonym bleiben will. So haben wir uns das echt auch nicht vorgestellt. Wir sind total ruiniert, vor allen Dingen finanziell. An so einen Karibikurlaub zu zweit ist überhaupt nicht mehr zu denken. Ich will zum Seniorentee. Bisher blieb verzweifelten Angehörigen nur die Möglichkeit, ihre Lieben einfach auszusetzen. Ein beliebter Ort hierfür? Abgelegene Parks, in denen im Winter der Erfrierungstod drohte. Wo gehen wir hin, Kinder? Zumindest in Köln gibt es nun eine Lösung. Hier gibt es seit kurzem diese Seniorenklappe. Wer seinen pflegebedürftigen Vater oder seine vielleicht etwas anstrengend gewordene Mutter hier vollkommen anonym abgeben möchte, der kann sicher sein, seine Lieben sind in guten Händen. Pflegerin Michaela Schmidt kümmert sich sofort um alle Neuzugänge wie den 96-jährigen Opa Wilhelm. Sie peppelt die oft leicht heruntergekommenen Senioren erst einmal ordentlich auf. Kritik, dass es den Angehörigen zu leicht gemacht werde, Opa oder Oma loszuwerden, weist Melanie Schmidt zurück. Es besteht natürlich die Möglichkeit, seine Angehörigen innerhalb von 14 Tagen wieder zurückzuholen. Andernfalls werden sie anschließend zur Adoption freigegeben. Somit werden viele von Familien aufgenommen, die keine eigenen Großeltern bekommen können. Eine tolle Lösung. Aber ich darf doch länger aufbleiben heute.